Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video heute. Wieder Aktionstag bei Eddie, Ed Mahoney. Ich habe dem Eddie wieder die Daumenschrauben angesetzt. Am Anfang ist er immer so, der sagt, hey, komm, wir machen eine Aktion. Er sagt, oh, ich kenne das. Schäbel in der Portemonnaie. Naja, wenn ich die Daumenschrauben an, der sagt einmal, au. Sag, wenn du sofort ja sagst, tut es dir noch viel mehr weh. Ja. Okay, und hier ist euer Ja. Zwei Messer von Ed Mahoney. Kommen in Recycling-Kartons, Kartönchen. Und das ist einmal der Buffalo Folder 3. C Stahl, Hohlschliff. Also meine Version ist super verarbeitet. Ich habe einfach mal reingegriffen in die Zauberkiste beim Eddie. Könnte ich den ganzen Tag machen. Hohlschliff ist sowieso eine absolute Löckchengarantie. Guck mal hier. Locken. Und dazu gibt es noch den Ed Mahoney Red Prairie Folder, Baggerholz, 440C Stahl. Wo ist denn mein Löckchen hin? Nicht wegschmeißen? Nein, das schmeißen wir nicht weg. Das kommt in die Zunderbox. Da hinten fährt einer mit dem Laubgebläsefahrzeug durch den Wald. Das ist kein Witz. Von der Stadt durch den Wald. Auf dem Forstweg und bläst das Laub vom Forstweg. Das ist bestimmt ein Kilometer weit weg. Das hörst du bis hierhin. Geil. Laubgebläse auf dem Forstweg. Und? Geil, oder? So. Genug für die Zunderbox. Gut. So, also. Buffalo Folder 3. Genietet. Backlog. Red Prairie Folder. 440C. Backlog, Packerholz. Packerholz mag ich ganz besonders gerne. Das ist ja eher so eine Art Holz, diverse Holzsorten unter hoher Hitze und hohem Druck zusammengepresst mit Phenolharz, dann zusammengekleistert. Ja? Das ist Holz, das arbeitet nicht mehr. Ja? Das Holz ist stabil und darauf kommt es doch an. Das heißt, das könntest du mal eine Woche auf zwei im Wald liegen lassen, ohne dass dir da ein Pilz drauf wächst wahrscheinlich. Also, all die beiden kleinen Schnuckelchen, die gibt's für 20 Euro. Ja? Das sind schon geile Teile. Da kannst du nicht meckern. Voller Vierfingergriff bei Handschuhgröße 9,5 bis 10. Hier haben wir noch einen vollen Vierfingergriff bei 9,5 bis 10. Ja, man könnte aber auch, wenn man es unbedingt braucht, hier in den Vorgriff gehen. Ja, sehr gut. Eine Schleifkerbe, damit ihr euch die Whetstones oder die Wassersteine nicht in den Ecken rund schleift. Ja. 42 Akkonform. 20 Euro. Ja, müsste ich ja nicht auch schnell ins Lager gehen und mir selber welche kaufen. Gilt übrigens, das Angebot gilt bis Ende Oktober. Ja, also am 1. November aus. Wenn ihr mal auf Amazon guckt, der Buffalo 3.
Der kostet da schon 20 Euro und ein paar zerquetschte. Ja, ich glaube 2048, 2042, weiß nicht, wie das kommt. Das ist mir ein Rätsel. Aber ich kriege im Prinzip ja, die zwei Messer zu dem günstigeren Preis als den auf Amazon. Hm, Brems Daumenschrauben sind die fiesesten, oder? Oh. So, also nochmal. Zup, zup, zap, zap, zarab. 20 Euro für euch. Ja. Und lasst doch dem Ed Mahoney-Kanal ein Abo da. Ja, Abo. Ne? Glocke. Nochmal. Und ja, nie wieder ein Video verpassen. Abo drauf, Glocke an. Dann seid ihr immer bei Aktionen dabei, weil allzu lange werde ich nämlich diese Aktion nicht mehr auf meinem Kanal laufen lassen, sondern nur noch auf Ed Mahoney-Kanal. Also, seid dabei. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wie immer gilt, tschüss, Matjo, schwenkt den Hund, tschüss, ab und schwenkt die Kapp, die ich nicht anhab. Tschüss. Ja, hallo, hallo. Ja, hallo.